Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rainbow Six Siege. Auf der Map Villa. Und da verteidigen wir natürlich. Ist ja klar. Wir nehmen mal Mute. Instant. Ach, nee. Ist nicht euer Ernst. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon, einer ist gegangen, dachte so, nee. Zwei sind gegangen. Da dachte ich schon so, muss ich die Runde wirklich neu starten, die Folge? So, komm, wir nehmen jetzt mal hier ein OG-Team hier. Ja, komm. Jetzt komm. Ja. Jawohl. Keine DLC-Operator hier. So muss das. Wir sind hier, wir alten Hasen zeigen jetzt mal den... Wahrscheinlich besteht das ganze andere Team alles aus DLC-Operator. Das kann gut sein. Ja, ziemlich witzig. Bin ich mal gespannt. Das hier wird doch die erste Folge sein, wo ich mal nicht als Montaigne oder als Alibi und wie ist denn der andere nochmal? Maestro, mein Gott. Wollte schon wieder irgendwas anderes mit M sagen. Spielen werde, weil wir auf der Map Villa spielen. Da möchte ich mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Und Mute hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Und ich möchte mal ein paar alte Operator probieren. Also, ne, die ersten Operator möchte ich mal wieder ein bisschen spielen. Und ich habe den falschen Controller an. Ihr seht, wie langsam ich mich drehe. Es ist zum Kotzen. Hier rum ist es okay. Und hier rum absolute Katastrophe. So, erstmal hier ein bisschen was ab. Was? Ich wurde entdeckt. Okay, ist ja wunderschön. Ich muss mal ganz kurz meinen Controller wechseln. Zack. Und wo ist der andere Controller? Da unten. Ah, so, perfekt. Ah, der ist ja ganz klebrig. Was ist mit dem passiert? Ih, was ist denn da? Da. So. Bah. Der Controller ist ein bisschen ekelhaft. Wir müssen die Farbe noch ein bisschen weiter besprühen. Ein Gegner verbleibt. Warum geht der denn auch raus? Ach so, weil der draußen noch ist oder was? Oh, ups, da habe ich außerdem geschossen. Ey, das war eine super Runde. Mensch. Das war witzig. Also das Fenster, da bin ich nicht mehr durch, wenn wir in dem Raum bewachen sollten. So, OG-Team, ja. Wer ist denn noch richtig krass OG hier? Glass, aber Glass mag ich jetzt nicht so. Nehmen wir mal Sledge. Ich wollte gerade sagen, schon wieder ein OG-Team, aber nein. Jackal ist drin. Oh! Montaigne ist drin. Okay. Die Folge ist super witzig, ey. Nee, ich find's cool. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt die neuen Operator, die ganzen DLC-Operator, nicht DLC, sind ja keine downloadable Content-Operator, aber die ganzen Newcomer alle nicht mag, die ganzen Season-Operator, so sehr nicht. Aber ich finde, wir haben die zu oft gespielt in letzter Zeit, glaube ich. Jedenfalls habe ich schon ewig keinen Sledge mehr und kein Mute mehr gespielt und... Deswegen finde ich, müssen die auch mal... Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Scheiß Feuerwehr. Krankenwagen, meine ich. Deswegen müssen die auch mal wieder ran hier. Ach, hier drinnen kann ja gar nichts sein, wa? Oder? Twitch. Du solltest mit deiner Drohne ein bisschen aufpassen. Sind wahrscheinlich im selben Raum wie wir.
Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt. Nee, so leicht lasse ich mich nicht abfrühstücken. Wahrscheinlich sind die ganz oben. Ah ja, Witch ist schon mal ganz oben. Ach, da weiß ich, wo die sind. Dann sind die mich genau... Ja, Nein, Vigil, auf. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Oh, da gebe ich mir so viel Mühe und dann wird der doch noch gefunden. Okay, vergiss es. Wir müssen rein. Wir wollen auch noch ein paar Kills. Oder zumindest einen Kill. Okay, sind nur noch zwei da. Ich weiß nicht, ob Vigil da ist. Aber ich will mal eine Granate werfen, aber Montaigne ist im Weg. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Die Sicherung des Raumes einstellen. Ich lade mein Magazin. Ein Gegner verbleibt. Okay, ich habe keinen einzigen Gegner gesehen. Nicht einen einzigen. Ja, alles klar, ey. Sie hat aus der Luft geschossen. Kennt man ja. Oh Mann. Hey, die Runden gehen ganz schön schnell, aber die Spawns sind auch sehr, sehr nah dran gerade gewesen, allesamt. Wenn wir mal wieder unten einen Fight hätten, das wäre mal wieder was Neues. Puls wollte ich gerade nehmen. Dann nehme ich doch mal Tachanka. Mensch. Oh, guck mal. Alle außer OG. Oh Mann, ich hasse dieses Wort OG. Oder besser gesagt, die zwei Wörter. Im Zusammenhang mit der Abkürzung. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Und alle vier sind Männer. Rustikale, ein bisschen ältere, manche auch jüngere Männer, die Ela am Arsch wollen, Mensch. Gäb's einiges denn du? Den Raum sichern. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter. So, Tachanka. Sein Geschütz ist hier. Stacheldraht verlege ich auch mal nochmal. So, jetzt kommen die Wände dran. Hier ist wichtig, dass hier zu ist. Ich hab die Wand sicherer gemacht. Was ist denn das da? Ach, das ist so ein... Klar. Keine Ahnung, was der von mir will. Vielleicht kennt er mich ja. Hatte ich ja schon mal eine Folge, wo mich einer erkannt hat. Fand ich witzig. Na, lasst mich mal da einfach. Ich versuch das jetzt mal. So gut es geht natürlich. Dachte gerade schon, was war das da unten, bitte? Okay, die haben Fuse. Oh, was? Keine Ahnung, was der da macht gerade. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter entdeckt. Ich bin
Schlüssel erstmal da ziehen! Die Gegner sichern den Biogefahrgutbehälter. Ich hätte drin bleiben sollen. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Der Gegner versucht, sich den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Schade, ich hätte drinnen bleiben sollen, ey. Warum bin ich denn letzter? Alter, was? Och, Leute. Egal. Was soll's. Der Junker ist einfach nicht mein Charakter. Der ist absolut nicht meins. Es gibt vielleicht Runden oder Maps, wo man gut kann. Hier hätte ich es auch schaffen können. Ach, Mann. Sind wir alle weggestorben, wie die Fliegen. So, jetzt mal wirklich was mit Sledge hier machen. Gibt's ja gar nicht, ey. Doki Doki. Oh, Montaigne. Hey, ist das nicht derselbe Typ gewesen, der vorher auch Jakal hat und dann doch Montaigne genommen hat? Die spielen zusammen, kann das sein? Jetzt muss ich mir wieder zusammenreißen hier. Wisst ihr, was cool wäre für einen Operator? Aber dafür ist das Spiel einfach nicht gemacht. Jemand, der Schlösser knacken kann. Dafür müsste es, oder durch, ja, dafür müsste man aber Rainbow Six Siege 2 oder so machen. Wo es dann einen Operator gibt, der dann vielleicht irgendwie, ach, die sind unter uns, glaube ich. Dieses Mal. Wo dann die Maps so gemacht sind, dass die Türen zu sind und dass man die dann entweder aufsprengen kann oder irgendwie knacken kann oder so leise. Das wäre auch cool. Noch 5 Sekunden. Hatten die nicht noch Ela? Habe ich da nicht Ela sogar schon gesehen? Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. So, rinn in die Wilde. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Wie er zurückgeht, um sich das Ding rauszuziehen. Ich finde das so putzig irgendwie. Alter, mega Leck. Was war denn das jetzt für ein mega Leck? Nice. Nein! Nein, schieß nicht auf die Attrappe, bitte. Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Hilfe braucht. Feind, Sicherung des Behälters beenden. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Sicherung des Raumes einstellen. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung Nein. ist. Du bist aufgeflogen. Wo denn? Wo war der denn? Nee. Da oben drauf?
Wer hat der denn das jetzt schon wieder gemacht? Den Spot kenne ich ja gar nicht. Och Leute, macht doch nicht so eine Scheiß-Videos auf YouTube, wo ihr irgendwelche scheiß guten Spots immer erklärt. Das ist doch 100 Pro wieder so, ey. Das ist doch bestimmt wieder so gewesen, jo. Oh, den Spot, den kenne ich ja gar nicht. Den muss ich jetzt auf YouTube bringen und dann gucken sich das Millionen wieder an. Millionen jetzt ist ein bisschen hoch, aber kann sein. Und dann denken sich viele so, oh, Mensch, den Trick muss ich ausprobieren. Als ob die darauf selber gekommen sind. Heutzutage haben doch die Leute gar keinen Kopf mehr, ey. Die haben ja kein Gehirn mehr in ihren Schädel. Da müssen sie sich solche komischen Tipps- und Trick-Videos angucken. Ja, okay, gut, Tipps und Tricks sind cool, aber nicht irgendwelche Spot-Locations, die absolut asozial sind. Sowas zeigt man auf YouTube einfach nicht. Vielleicht sowas wie ein Tipp so, ja, mit Ela ist es gut, da und da vielleicht ein paar Grischmott-Minen hinzulegen. Okay, cool. Mann, ey, heutzutage kann man gar kein richtiges Online-Spiel mehr wirklich spielen. Wo soll ich denn jetzt hier eine Wand hinmachen? Verstärke die Wand! 10 Sekunden. Stacheldraht habe ich, okay. 5 Sekunden noch. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich setze den Sensor ein. Sensor aktiviert. Ich lade nach und brauche Deckung. Was soll man da machen, ey? Der eine hat. Der Jackal hat gerade geleckt, komischerweise. Ey, das war mir viel zu viel. Kampftomat, ja moin, ey. Das war mir gerade viel zu viel Gepiepe, ey. Ich habe ja gar nichts mehr mitbekommen. Also, ich habe ja nichts mehr gehört und wirklich zwei. Wow. Die sind alle rausgegangen, die ganzen Rage-Quitter, ey. Ja, gut. Ich hatte ein paar Kills, jetzt nicht viele. Eigentlich hatte ich 3, ne? Ja, 3, ne? Genau. Ja, das war's mit der Folge Rainbow Six Siege. Bis zur nächsten Folge, haut drin und tschüss.